Herzlich willkommen zu der Vorabversion von Minecraft Pocket Edition. Und ja, ich zeige euch ein paar neue Sachen, die es ja jetzt gibt. Und auch noch ein paar mehr, glaube ich, die es ab 0.8 geben wird. Was genau, weiß ich aber jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt neu verschiedene Arten von Hölzern. Also, dass wir ja verschiedene farbige Holzsachen machen können. Finde ich schon mal ziemlich cool. Wir können ganz viel Wolle verändern. Also verschiedene Wollefarben machen. Finde ich auch cool. Dann haben wir eine Dings hier. Glock. Ein Kompass. Schienen. Und eine Lore. Finde ich schon mal ziemlich cool. Und Zwiebelsuppe. Wir haben hier Kürbis. Kuchen. Wir haben auch Samen dafür, also wir können auch jetzt anpflanzen. Also schon mal ziemlich cool. Teppich haben wir. Gitterstäbe. Kakaobohnen. Warum auch immer. Aber egal. Ja, das ist jetzt hier mein Level, was ich vorher schon mal ein bisschen gespielt habe. Mit der vorherigen Version. Und man kann hier einfach weiterspielen, finde ich schon mal ziemlich cool, dass man nicht immer noch vorne anfangen muss. Nach dem Update. Na? So. Hier mal eine kleine Hühnerfarm. Gehen wir mal kurz rein und sammeln die Eier. So, 14 neue. Oh, Babyhuhn. Entschuldigung. Okay, nur zwei neue. Aber egal. Haben wir schon mal ein paar hier drin. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier weiterspielen soll oder nochmal von vorne anfangen soll, nach dem kompletten Update. Also wenn das neue im App Store auch erscheint. Das ist ja jetzt einfach aus dem Internet gezogen hier, die Version. Ich lege sie übrigens auch in die Beschreibung, dass ihr sie downloaden könnt. Und ja, ich zeige euch mal hier ein bisschen, was ich hier so gebaut habe. Also das Haus, naja, ist eben nur ein Haus mit ein paar Sachen hier, ein paar Öfen. Wozu ich so viele Öfen brauche, zeige ich euch mal kurz. Ich gehe mal kurz hier runter und sehen, einen Wassergang. Also ich habe ganz viel Glas gebraucht und ich brauche immer noch viel mehr Glas, um hier noch ein bisschen weiter zu bauen. Finde ich ziemlich cool. Sieht cool aus, finde ich. Mit dem hier, das muss noch ein bisschen abgemacht werden, hier die ganzen Sand hier an der Wand, also diesen Schutter hier, das muss noch weg, aber und hier unter auch unbedingt. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus und hier geht es dann irgendwann runter und dann kann man hier schön abbauen. Aber das ist jetzt ja noch alles offen hier, ich kann es ja mal kurz zumachen. So, können wir kurz mal runtergehen. Zack. So, hier können wir ja stehen. Eigentlich auch unlogisch, aber naja, ist egal, dass wir hier Luft kriegen. Aber, ja, seht ihr, ich baue hier schon ein bisschen. Und, ja, so sieht es jetzt von außen aus. Soll nicht ganz, soll jetzt hier runter gehen und dann hier eben nach da unten. Und gucken, wie das wird. Ihr könnt ja mal in die Beschreibung packen, ob ich hier weiterspielen soll oder eine neue Version anfangen soll. Und hier die zwei Bäume, die hier eingepflanzt sind. Finde ich sieht auch ziemlich cool aus, der Weg hier. Ich glaube, wir können das nämlich hier sogar abmachen.
Ja. Dann schwimmen die Bäume hier auf Wasser. Finde ich ziemlich cool. Können wir mal hier, bevor die nachher verschwinden oder sowas, aus Versehen. So. Ja, ihr könnt das mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier weiterspielen soll oder nicht. Das soll euch überlassen sein. Oder fehlt ein Stein. Den kann man oben reinmachen. Können wir mal gucken, wie weit wir hier die Option verstellen können. Die Sichtweise zum Beispiel. Oh, es hakt. Ja, es hakt ganz schön. Aber das liegt jetzt nicht nur am Spiel, sondern auch noch an der Aufnahme. Ach ja, beides gleichzeitig. Na, jetzt geht's eigentlich schon wieder. Gucken, wie weit wir gucken können, wenn ich dann ganz oben hochgehe. Naja, es muss noch ein bisschen arbeiten, hier das Programm. Aber wir können einigermaßen weit gucken. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Sieht auch ziemlich cool aus. Wir haben jetzt auch 3D-Wolken, wie wir hier sehen. Und wir haben verschiedene Sachen, die jetzt andere Texturen haben. Das sieht richtig cool aus hier. Ich glaube, hier mache ich mal kurz einen Screenshot. Das ist nämlich dann als Foto für das Hauptbild, also das Titelbild vom Video. Sieht richtig geil aus. Machen wir kurz noch einen Screenshot. Gefällt mir. Ja, ihr könnt mal in die Beschreibung packen, was jetzt da so gemacht werden soll, ob ich noch von vorne anfangen soll oder weiter. Ihr könnt dann natürlich auch das Spiel jetzt downloaden. Ich werde nochmal, werde das dann reinsetzen in die Beschreibung. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß damit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn das Update dann komplett draußen ist. Und ja, ich sag dann mal bis dahin viel Spaß mit der Vorabversion. Ciao.